Ich werde nie etwas von dir verlangen, das ich nicht auch selbst tun würde. Jake Gyllenhaal als Psychoreporter, eine Gruppe Trickbetrüger um Christian Bale in den 70er Jahren, eine eher kritisch zu betrachtende Comicverfilmung, die Vorgeschichte der vergesslichen besten Freundin von Nemo und alle Folgen vom Prinz von Bel-Air. All das und mehr neu auf Netflix für euch im Juli 2018. Hier sind unsere persönlichen und ausgewählten Tipps. Jake Gyllenhaal in einer furchteinflößend gut gespielten Rolle als sozial inkompetenter, ja fast schon autistisch veranlagter Typ, der aus Verzweiflung und Suche nach Selbstverwirklichung seinem Trieb nach Sensationsgeilheit nachgeht und eine Produktionsfirma für Nachrichtenvideobeiträge gründet. Klingt schon komisch, ist aber noch komischer, denn darüber hinaus verstrickt er sich schnell in heftige Fälle, die er filmt. Alles in allem sehr unangenehm, extrem spannend und toll umgesetzt. Thriller-Fans, aufgepasst. Etwas wie das hier. Etwas wie eine schreiende Frau, die mit durchschnittener Kehle die Straße hinunterläuft. Sie werden mich bald wiedersehen. Ist eine Fälschung. Komm schon, das ist absolut unmöglich. Denn der Kerl, der das gemalt hat, war so gut, dass es echt scheint. Und zwar für alle. Wer ist jetzt der Meister? Der Maler oder der Fälscher? Was für ein Cast. Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence und das ist nur der Kern der Story, die sich um Trickbetrüger im großen und kleinen Stil Ende der 70er Jahre dreht. Hier wird mit allen Tricks gearbeitet. Vom Taschendiebstahl über Urkundenfälschung bis hin zur ausgewachsenen Bestechung ist alles dabei und verstrickt die Protagonisten wundervoll atmosphärisch umgesetzt in echt eine Menge Scheiße, die passiert. Wer 2 Stunden Zeit hat, Oscar-reife Performance und Inszenierung sehen will, gepaart mit dem Charme und Look der 70er, ist hier goldrichtig. Du hast doch auch schon in der Telefonzelle fremdes Geld eingesteckt. Jeder klaut. Ich habe nur dickere Eier als du. What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. The voices. I'm kidding. That's not what they really said. Das klang eigentlich sehr vielversprechend. Eine interessant zusammengewürfelte Truppe eigentlicher Bösewichte, die frei nach Comicvorlage ordentlich Chaos anrichten. Dazu noch Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, um nur 3 zu nennen. Leider kam der Film bei Fans und Kritikern eher schlecht bis mäßig an, soll aber immerhin visuell überzeugend sein. Ab Mitte Juli könnt ihr euch ein eigenes Bild über die erste Real-Life-Kinoverfilmung von Suicide Squad machen. Wir hoffen auf Besserung in Teil 2. What the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. Nothing really matters. Hey, Marlon. Geh wieder ins Bett, sonst nichts. Ganz einfach. Bett. Geh wieder ins Bett. Kapiert. Und wir sind wach. Das war's. 10 Jahre nach Findet Nemo bringen die Disney-Pixar-Studios den Nachfolger raus, der auch danach, aber hauptsächlich davor spielt und Doris Verwirrung, Angst und etwas tragische Herkunft erklärt. Andrew Stanton führt wieder Regie und das merkt man auch. Es ist eine grundsolide Fortsetzung mit Humor für Jung und Alt. Ich weiß, dass das schwierig klingt, aber was ist, wenn's stimmt? Einigen optisch beeindruckenden Techniken und mehr Tiefgang, als man ihm zutraut. Nicht die schlechteste Wahl für einen gemütlichen Nachmittag. Becky ist gerade ein Becher. Findet Dory. Und hier noch ein paar Tipps im Schnelldurchlauf. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Nein, wir brauchen mehr Licht. Das waren unsere Streaming-Empfehlungen für den Juli. Auf was freut ihr euch am meisten und was interessiert euch überhaupt nicht? Habt ihr noch einen Geheimtipp? Schaut euch auch unsere Tipps für Amazon Prime Video für den Juli an.